Wie steht's mit meinem... Ich hab mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Sketty hat mir gesagt, du hast gegen Kirgo verloren. Er hat sich nicht sehr begeistert angehört. Aber dass du gegen Karim gewonnen hast, hat ihn total von den Socken gehauen. Er hat gar nicht mehr aufgehört, von dir zu reden. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Sly hat mir erzählt, du hast Ned gefunden. Er wirkte sehr zufrieden. Fingers sagt, du hättest was gelernt. Er denkt, du wirst noch um einiges besser werden. Mit Dexter muss ich noch ein ernstes Wörtchen reden. Er benutzt dich für seine eigenen Geschäfte. Aber es gibt keine Regeln für die Probe. Wenn du das schaffst, bist du einen großen Schritt weiter. Torus sagt, so einen wie dich können wir brauchen. Das allein ist schon verdammt viel wert für dich. Du hast genug Leute gefunden, die für dich sprechen. Aber die Prüfung des Vertrauens liegt noch vor dir. Okay. Mach's gut. Das kommt nochmal wegen dem Giant. Also, nochmal so. Ja. Was mache ich denn jetzt? Lass uns lieber über was anderes reden. Ich weiß, was ich jetzt mache im kleinen Aufnahmestopp. Willkommen zurück zu Gothic 1. Ich wollte jetzt nur eben kurz was zeigen. Hallo Fisk. Hey, du! Mordrak war einer meiner wichtigsten Lieferanten, du Schwachkopf. Wenn du hier im Lager aufgenommen werden willst, kriegst du meine Stimme jedenfalls nicht. Deine Ware gehört den Erzbaron. Das wird uns sicher interessieren. Du handelst mit Ware, die den Erzbaronen gehört. Das wird Torus sicher interessieren. So nicht, Junge! Junge? Entspann dich. Die Sache lässt sich sicher wieder gerade biegen, oder? Entspann dich. Die Sache lässt sich sicher wieder gerade biegen, oder? Ich wüsste nicht, wie du das wieder gut machen kannst. Es sei denn, du schaffst mir einen neuen Hehler aus dem neuen Lager ran. Wie soll ich so jemanden finden? Ich sagte ja, ich glaube kaum, dass du bei mir nochmal gute Karten hast. Dann leck mich doch einfach. Dann leck mich doch einfach. Ja, in der Zwischenzeit habe ich gerade eben die restlichen Gardisten, also so gut wie alle, nur die, die am Tor stehen, die sind noch tötbar. Und bin fast ein Level hoch. Mir fehlen noch 500. 70, 570, genau. Ich mache jetzt direkt wieder einen Aufnahmestopp, renne kurz ins neue Lager und dann beginnt die Aufnahme wieder. Tschö. Willkommen zurück. Also als erstes, wir sind jetzt wieder hier in der Kneipe im neuen Lager und reden kurz mit Mordrak. Laris hat eine Nachricht für dich. Laris hat eine Nachricht für dich. Lass hören. Er will wissen, was im Lager der Sekte vorgeht. Er sagt, du sollst dich darum kümmern. Ich habe so ein Gefühl, als wenn sich die Sache von alleine erledigt. Damit wir das sagen, ich soll das machen. Hallo, Cypher. Nicht Senjan, nein. Cypher. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Lass uns. Ich will gar nicht mit dir reden. Hör auf zu saufen und das red mit mir. Auf jemanden und du bist den kleinen Streit Ja. Fisk aus dem alten Lager sucht nach einem Handelspartner. Fisk aus dem alten Lager ist auf der Suche nach einem Handelspartner. Kein Interesse. Aber Sharky könnte sich dafür interessieren. Wenn du ihn findest, frag ihn. Gut. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Dann gehen wir mal zu Sharky. Lass uns lieber Schuss. Da oben sitzt er schon. Fisk aus dem alten Lager sucht nach einem neuen Handelspartner. Fisk aus dem alten Lager ist auf der Suche nach einem neuen... Und warum erzählst du mir das?
Ich dachte, du hättest vielleicht Lust, ein bisschen Erz zu verdienen. Warum nicht? Sag Fisk, er kann in den nächsten Tagen mit mir rechnen. Gut. Ja. Da es hier im neuen Lager nichts mehr zu tun gibt, sage ich jetzt einfach mal tschö und gleich wieder zurück im alten Lager. Tschö. So, da sind wir wieder im alten Lager und reden direkt mit Fisk. Hallo Fisk. Ich habe jemanden aus dem neuen Lager gefunden, der mit dir handeln will. Ich habe jemanden aus dem neuen Lager, der mit dir handeln will. Wer hätte das gedacht? Du scheinst dich hier ja richtig beliebt machen zu wollen. Das ist dir auch gelungen. Wer ist es? Sein Name ist Sharky. Sharky? Der ist ja noch schlimmer als Mordrak jemals hätte sein können. Was Diego betrifft, brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Okay. Zeig mir dann. Das wollte ich gar nicht. Wie viel fehlt mir jetzt noch? Wow, 170. Jo, dann rede ich mal direkt mit Diego. Du schau, schneller. Ich glaube kaum, dass ich da war, gar nichts dazu. Ich werde das jetzt manchmal so machen, halt, dass ich so einen Cut mache, wenn ich zwischen den Lagern hin und her renne, weil da gibt es echt nichts zu sehen und ist einfach langweilig. Ich meine, wer will das gucken? Und ich muss es hochladen. Finde ich scheiße. Diego? Wie steht's mit meinem Ansehen? Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ja, ich hab mal mit. Danke. Und? Okay. Sketty hat mir gesagt, du hast. Aber dass du gegen Cut. Whistler hat mir von der. Sly hat mir. Fingers sagt. Ja. Dexter muss ich. Ja. Aber. Es gibt keine Regeln für die. Torus sagt, so, ja. Du hast genug Leute gefunden, aber die Prüfung des Vertrags. Okay. Okay, Fisk. Fisk ignoriert er einfach mal. Okay, ist mir jetzt egal. Ja, ich gehe mal noch kurz nach draußen. Töte 2-3 Monster. Das Level. Vergib die Lernpunkte und wir sehen uns wieder vorbei. Tschüss.